Prost. So, hallo an alle, die mich jetzt schon hören. Wir warten nur ganz kurz, bis alle equal sind und den Dead Motion gleich starten. So, warten wir nur kurz die 30 Sekunden und dann geht's los. Ja gut, dann vielen Dank, dass da heute alle mit dabei sind beim heutigen Webinar zum Thema Bewerben mal anders. Ich bin heute nicht allein da. Ich habe Verstärkung mitgebracht und freue mich, wenn wir dann jetzt ins Detail gehen, weil wir das Thema Bewerben mal anders jetzt zum Thema haben. Haben wir jetzt auch nicht klassisch Folien für euch vorbereitet, sondern eigentlich haben wir nur eine Folie da, die ihr jetzt hoffentlich alle im Vollbildmodus sehen. Und ihr seht, heute wird spannend. Heute erzählen wir euch, wo es reingehen kann. Und jetzt darf ich mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia. Ich bin im Team Lehrberuf Info. Was habe ich selber mit Lehrlingen zu tun? Also ich war sehr lang Lehrlingsausbildnerin für den Lehrberuf Industriekaufmann bzw. Frau. Habe ganz viele Lehrlinge begleiten dürfen vom ersten Lehrjahr bis zum letzten Lehrjahr. Und ja, so viel zu mir. Und jetzt darf ich gern weitergeben an das Team, wo heute mit dabei ist, von Zukunft Lehre jetzt. Jungs, wollt ihr kurz starten mit eurer Vorstellung? Ja, hi, ich bin Simon. Ich bin momentan Maurer, und habe selber auch viel mit Lehrlingen zu tun. Und bin momentan im Winter auch alle der Bauhandwerkerschule dran. So, hallo miteinander, ich bin der Bernhard, arbeite beim Elektrokirchmann in Langen. Bin, wie es der Name sagt, Elektriker und habe eigentlich auch Lehrlinge unter mir. Und ich schönen Tag, schön mit Ihnen zum Arbeiten, mach Gaude. Und der hat mich früher ein paar Fragen vorgekommen. Servus, ich bin der Philipp Sens. Ich bin auch Maurer und auch Polier. Ich habe die Bauernwerkerschule abgeschlossen. Und ich habe auch immer Lehrlinge auf meiner Baustelle. Freut mich immer wieder, wenn man mit Lehrlingen zu tun hat. Alle schön, junge Leute wieder für etwas zum Begeistern. Ja, der hat mich auch ein paar Fragen für früher. Perfekt, dann danke für Ihre Vorstellung. Können ihr vielleicht noch erklären, was denn Zukunftslehre jetzt noch ist? Zukunft Lehre jetzt ist eigentlich eine Initiative, wo sich mehrere Betriebe zusammengeschlossen haben, um ein großes und eine breite Lehrlingsausbildung und dass man für die Lehrlinge mehr möglich machen können. Weil im kleinen Betrieb, wenn jetzt in einem Betrieb bist mit 5 Personen, dort hast du maximal einen Lehrling und dort ist so ein Ausflug und so ist aber nicht so lässig. Wir sind, ich glaube, so 30 oder wie viele Lehrlinge haben wir? So was. Und zu 30 ist ein Ausflug natürlich alle viel cooler und alles miteinander, die Aktivitäten. Ja, sehr cool. Finde ich wirklich cool, dass es das gibt. Wenn wir jetzt mal kurz auf das Bild schauen, also da ist ja nochmal eine junge Frau, die sich jetzt überlegt, wo es angehen könnte. Also wir sehen, da stehen ja wirklich alle Wege offen. Ihr habt ja jetzt alle drei Lehr schon gemacht. Was würden ihr denn jemandem empfehlen, wo jetzt noch nicht wüsst, wo es angeht? Also aus meiner Sicht, ganz klar, schaut euch alles an. Es ist ein schwieriges Alter, zum so zu entscheiden, sage ich nach wie vor. Es ist nicht einfach in dem Alter so ein großer Schritt zum Gehen eigentlich. Aber es geht genau darum, in der Initiative so viele Berufe, wo da anschauen können, schaut euch alles an. Ganz, auch wenn ihr am Anfang denken, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt will.
es gut für mal, wenn wir dort am Schnuppern sind oder beziehungsweise innen arbeiten in dem Beruf, dass sie mal sagen, hey, das ist vielleicht doch was für mich. Oder? Und das können auch nachher noch abwägen, ob das was ist für euch oder nicht. Und habt ihr gleich gewusst, was ihr machen wollt? Oder wie ist es bei euch dazu gekommen? Vielleicht, Philipp, kannst du gleich Einblick geben, wie es bei dir persönlich war? Ja, also wie gesagt, wie ich dann auch gesagt habe, das ist am Anfang ganz schwierig. Aber du mit tun, wenn du das tust, dann merkst du, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Wir haben die Initiative, eine coole Sache. Wir könnten also gerne, wenn wir in der Lehre jetzt wären, in der Initiative, bei den 17 Betrieben oder 20 Betrieben, was wir sind, könnten wir andere Lehrberufe anschauen und sagen, es fällt mir jetzt nicht so, dann könnten wir 3 Monate schnuppern in einem anderen Lehrberuf so gerne. Und das bietet mir der Lehrling auch. Dann könntest du nur schauen, was du tust. Und kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel geben? Weil du sagst, man kann sich was ganz anderes anschauen. Wie das also, wenn er jetzt Murer wird und er sagt, ich will gerne mal im Alber, wir haben die Alber, schon dabei ist eine Bäckerei, hat mir eigentlich weg, der hat mir auch gut gefallen. Dann kann er mal drei Wochen sagen, muss er ankündigen und dann könnte er 3 Wochen beim Alber mal schnuppern. Und der Lehrzeit, wenn er sagt, das ist jetzt nichts für mich oder es gefällt mir nicht oder will er mal was anderes sehen. Oder werksübergreifend, wenn ein Dachdecker sieht, wie ein Elektriker tut mit der Photovoltaikanlage, dass die Hand in Hand, wie das funktioniert. Und so Sachen hat er mir da wird er. Und haben das Gefühl, es kommt gut da bei der Lehrling? Es ist sehr schleppend, sehr schleppend. Ich glaube, sie verstanden nicht ganz, was wir damit bezwecken wollen. Aber da ist man dran und wir hoffen, dass das Rädchen ein kleines Laufen kommt. Mhm. Simon, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand noch überhaupt keinen Plan hat, wo es angeht? Was wäre so der erste Punkt, wo du empfehlen würdest, was man machen könnte? Ich würde schauen, mal ungefähr sagen, in welche Richtung das will. Wenn ich jetzt, wenn ich zum Weg will, dann schaue ich auch hin, dass ich die Richtung gehe, halt in die Sparte. Oder? Aber ich sage, du kannst bei uns auf die Homepage gehen. Und da, wir haben, glaube ich, wie viele ausbildende Betriebe? 34, oder? Ja. 34 verschiedene Lehrtypen. Lehrberufe, jetzt gesagt. bilden wir aus. Und dort, findest du von A bis Z schon, boah, gut als. Kann man ganz unkompliziert, kann man sich da melden, man kann anrufen. Am besten einfach einen Chef anrufen, sagen, wenn der Franz Josef, ich würde gerne arbeiten bei dir. Die Chefs leiten dich noch immer an, wo du an willst. Wir, unsere Telefonnummer ist auch da. Und wenn man sich die vorstellen kann, dann können wir auch mit denen reden und sagen, ja, was tust du gerne, oder? Und dann finden wir da sehr irgendwas, was dir gefällt. Ja, ihr seid eigentlich mein super Beispiel, wenn es darum geht, ihr habt eine Lehre gemacht. Jetzt ist die Frage, warum habt ihr euch damals für eine Lehre entschieden? Oder was waren so eure Punkte, wo ihr gesagt habt, ja, mit einer Lehre bin ich wirklich bestens ausgebildet? Also mir, wenn ich kurz vorgehen darf, bei mir ist das von Anfang an, siebte kleine Bub, mir hat immer Schaffer gefallen. Darum war für mich das Thema weitere Schule vorerst mal gleich einmal erledigt. Das heißt nicht, dass ich die Schule nicht mögen habe oder nicht können habe, das hat mit dem nichts zu tun. Mir macht es so jetzt noch Spaß und mit jetzt, wenn ich ehrlich bin, kränke zu meiner Schule gehen. Oder? Wobei, die Wege sind nicht zu. Ich kann jetzt genau noch jeden Tag sagen, ich gehe ins nächste halbe Jahr in die Schule. Die Chance ist nie tot. Und ich sage, wenn du eine Lehre machst, da ist erstens mal nichts kaputt und zweitens wird es dir ein Leben lang helfen und drittens ist immer gefragt, meiner Meinung nach, wenn einer das Handwerk selber erlebt hat oder selber gemacht hat, zum nachher die Schule noch weitermachen. Weil du hast einfach einen praktischen Bezug auf das an, oder? Auf den Job. Und das macht meiner Meinung nach total viel Sinn eigentlich. Mhm. Und du hast Geld vom ersten Tag weg. Genau. Darf man auch nicht vergessen. Ja, auf Mamas Kasse und Papa. Finde ich immer ein wichtiger Punkt. Das ist der muss man auch mal erwähnt haben, oder? Genau. Okay, und wenn jetzt was in welche Richtung es gehen könnte, dann weiß ich, okay, jetzt möchte ich anfangen schnuppern. Jetzt wissen wir, man geht in den Betrieb, man kennt niemanden, man tut schnuppern, man schaut ein bisschen zu, man ist vielleicht ein bisschen schüchtern am Anfang, natürlich, weil man ja wo nicht viele Leute kennt.
Was hätten da denn dort Tipps für potenzielle Lehrlinge, die jetzt da gerade sich am Umschauen sind? Also ich glaube, bei uns umeinander, ich konnte im Lehrbetrieb bis, glaube ich, niemand. Oder? Also da ist normal ganz offen zu den Leuten eingegangen. Vielleicht irgendeinen Kontakt knüpfen, aber das wird man, wenn du jetzt wirklich am Schnuppern bist, sieht man das sehr. Und da wirst du, schickt man die meistens jetzt, wenn du jetzt am Bau bist, schickt man irgendwo mit, normal, und der kümmert sich normal bei der Hut um die. Also das ist bei uns jetzt, glaube ich, niemand vom Kopf, oder? Nein, da muss man absolut keine Angst haben, wir wissen können. Und wir sind alle, also ich kann es böse sagen, was mal aber ist, da sind alles eine große Familie und nimmt jeden mit offenen Armen auf. Jeder Betrieb nimmt jeden Lehrling mit offenen Armen auf. Es ist so. Ja, vielleicht können da pro, also für euren Lehrbetrieb natürlich auch sprechen, wie schaut denn so ein klassischer Schnuppertag bei euch aus? Also bei uns wäre es halt irgendwo, kommt drauf an, wo einer kommt. Man nimmt meistens irgendwo auf dem Werk mit. Dann am Vormittag wird gearbeitet, vielleicht ins Nünne am Nünne, je nachdem. Dann arbeitet man, schauen die, was passiert, halt kommt drauf an, was ansteht. Ist ganz verschieden, oder? Was heißt, man arbeitet? Vielleicht kannst du das ein bisschen vertiefen. Ja, wird halt eigentlich, mein Ziel wäre eigentlich, dass der nicht zuschaut eigentlich, sondern wirklich auch aktiv mitschaffen kann. Weil wenn er zuschaut, dann hat er gesehen, ja, schon cool aus, aber weiß auch nicht, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Aber mir wäre am liebsten, wenn er eigentlich den ganzen Tag mitschafft und dann kann er zu sagen, ja gut, das war jetzt cool oder war jetzt so cool. Und ja, dann geht es Mittag essen, Nachmittag wird halt wieder geschafft und zauber fahren wir dann wieder um. Hört sich mal nach einem spannenden Schnuppertag an. Bernhard, wie ist es bei dir? Ja, also grundsätzlich mal zum Anfang, es gibt keine Hemmschwelle zu lernen. Also wenn einer Schnupper kommt und er hat Angst zum Chef, zum Beispiel bei uns, anrufen. Wobei, nochmal, es gibt keine Angst zu machen, wirklich. Das ist alles familiär, wie es der Philipp schon gesehen hat. Und da gibt es kein Sie und nichts, das ist bei uns ein Du. Und da wird alles mit dem Namen angeredet und da wird wirklich keine Angst davon weg. Und dann ist es bei uns eigentlich ähnlich wie bei euch. Wir probieren oben Schnupper, dass die Leute ganz klar mitschaffen können. Also uns bringt das auch nichts und er bringt das nichts, wenn der den ganzen Tag nebst da steht und in der Wand hineinschaut, wo wir machen. Oder? Also das ist bei uns schon das Ziel. Es gibt klar, gibt es Tage, wo er vielleicht ein bisschen mehr tun kann und Tage, wo er ein bisschen weniger tun kann. Oder? Darum macht es vielleicht auch Sinn, wenn der Lehrbetrieb zwei Tage vielleicht geschnuppert hat. Oder? Weil er hat abwechslungsreiche Arbeit. Ich glaube, das ist bei uns allen so. Oder? Ich glaube, das zieht sich durch in unseren Beruf. Oder? Oder? Ja. Und von dem her, der jetzt, meiner Meinung nach, schon immer, oder wenn der eine Woche später noch kommt, ich würde den zwei Tage am Stück, wenn der, einfach, dass er sagen, jetzt habe ich vielleicht nicht das gesehen, was ich eigentlich erwartet habe, ruf eine Woche später nochmal an, oder einen Monat später, ist wurscht wie, und probieren es vielleicht dort nochmal einen Tag, oder? Der hat vielleicht auch immer. Und bei uns der Ablauf ist eigentlich ähnlich wie bei euch, bei uns ganz Jahr morgen mit, kann man auf den Berg mitnehmen, wenn es besser passt, wo er wohnt. Oder ein guter Morgen im Firma, den nehmen wir dort mit und das ist halt ganz unkompliziert, wie es am besten passt. Und nein, das ist bei uns ähnlich. Die werden am Handwerk toll, die dürfen mitschaffen, als wenn sie wollen. Und wir da Mittag haben wir gegessen, klar auf alle. Oder? Und sauber geht es wieder ab nach Hause. Oder? Ja, hört sich spannend an. Ist bei dir jetzt noch was anders oder möchtest du noch was ergänzen? Ja, nein, ich kann da meinen Kollegen etwas zustimmen. Es ist so, wir schauen auch, dass wir es entweder vom Weg mitnehmen oder am Morgen, wie es gerade passt. Und wir probieren auch so viel wie möglich zum unserem Beruf zu gehen, oder? Zum erfahrbar machen. Dass sie sehen, das erklärt mal, die haben mal einen Ziegel lupfen können, oder? Die sind halt der Meldung, die ein bisschen schwerer sind, aber das geht alles gut, oder? Und vielleicht einmal einen Rüttel erheben, halt so Sachen erfahrbar machen. Dass sie einfach tun, weil wir brauchen nicht einen, aber außer natürlich, er sagt, er will das Geld tun, dann wir zwingen den zu nichts, oder? Also die können genauso wie sein, aber wenn sie ein mitschaffen wollen und so, dann werden wir das auf alle Fälle, dass sie alles einmal sehen. Und uns das Nüne natürlich ganz wichtig. Mittag erst, logisch. Wenn er natürlich älter ist, dann kann man es auch nicht schwätzen, sonst tut man halt durch. Ich glaube, ich komme auch bei euch geschaffen. Nein, wichtig ist, dass sie einfach kommen und das anschauen. Und wir haben auch immer ein Gaudi verwurscht. Das ist nichts. Wichtig ist schon, da gibt es einen Spaß. Also, das läuft nicht der Gott sei Dank, wie ein Roboter.
Ja, jetzt ist ja das Thema Bewerben mal anders. Also wir kennen ja das Klassische, wie es natürlich auch gelernt wird. Man sollte ein Anschreiben haben, man sollte einen Lebenslauf haben, man sollte ein Zeugnis haben. Ist natürlich super. Aber was bedeutet jetzt für euch, für jeden Einzelnen von euch, Bewerben mal anders? Oder was war so die Intention natürlich auch vom Titel für euch? Ja, so gibt es ja alle Tests Bewerbungen halt mit, wo halt an, weiß ich, eher eine nie klassische Bewerbung geschrieben, man muss ganz ehrlich sein, wo halt 3 Seiten, Lebenslauf, Foto, was ist denn so als Sommer? Ja, Zeugnis. Zeugnis, genau, das als, das brauchen wir, ich sag, normalfall Liter, bei uns kannst du anrufen, sagen, ja, ich bin's, Simon, ich würde gerne eine Lehre anfangen. Ja, ja, passt, super. Kunst, dann und dann, man will die Art, weiß ich. Irgendwie so. Hat, wir wollen es so möglichst unbürokratisch, wie es geht. Oder? Das mit den Zeugnissen und so, das ist bei uns, glaube ich, so wichtig. Ich wüsste jetzt bei uns, glaube ich, niemand, wo da Wert drauf lädt. Und ja, wenn man zuerst geschnuppern kommt, ist sicher alles gut. Dass das so vielleicht einmal gesagt ist. Das wäre aber gerade meine nächste Frage. Ich habe das Gefühl, bei vielen Lehrlingen, wo das Gefühl haben, oder bei vielen potenziellen Lehrlingen, wo sich denken, ja, mein Zeugnis ist jetzt leider nicht so ideal, wie es mir vielleicht gewünscht hätte. Die haben natürlich dann nur eine gewisse Angst, schwingt dann natürlich mit, sich zum Bewerber und zum das Zeugnis mitschicken. Und weil du jetzt gesagt hast, ihr schaut nicht auf das, sondern euch ist wichtig, wie die Person schafft, denn schlussendlich beim Schnuppern. Ich könnte da noch näher drauf eingehen. Also ist euch, für euch wirklich, dass das eigene Zeugnis ist nicht relevant? Ganz kurzes Beispiel. Ich, wo ich meine 9. Schuljahr gehabt habe, habe ich den gehabt, 2 5er und so ist der Rest, glaube ich, als 4er, mehr oder weniger. Aber jetzt bin ich an der Bauernwerkerschule. Ja. Im Halbjahr habe ich einen Schnitt gehabt von 1,7 oder 1,67 oder? Also es ist nicht alle schlechte Schüler, oder? Das hat einmal geht viel, das eine mit dem anderen zu tun, ist mir jetzt gerade immer das Deutsche denkt, aber jetzt ist mir es gerade klar geworden über das habe, wo ich das gesehen habe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nach der Zeugnisnote beurteilt wird, oder? Mhm. Ja, eigentlich nicht so wichtig. Wie sehen denn das ihr zwei? Also absolut, stimmt alles, sind wir gerade zu 100% recht, gell? Das läuft bei uns genau wie ich, aber entscheidet tut sich beim Schnuppern. Wenn nur einer gewillt ist und hat Interesse in einem Lehrberuf, dann ist 19% schon erledigt. Und das entscheidet sich, das zieht sich auch die ganze Lehrzeit. Wenn nur einer bemüht ist und das will und handwerklich gut ist, ich mag jetzt nicht sagen, dass die Schule komplett egal ist, aber ist absolut zweitrangig. Wenn einem der Beruf taugt, und ich bin auch kein guter Schüler, er hat kein guter Schüler gewesen, ich bin durchgekommen, alles gut, aber auch noch die Bauernwerke geschafft. Und das ist eine schwierige Schule, ist ein HTL-Niveau. Und wenn du das und ich das gefällt, dann alles, kommen die Noten von selber. Ich weiß in der Schule, denkst du, das brauche ich doch nicht. Aber wenn du eine Lehre machst und die da reinknüsst und dir das taugt, dann läuft das Schulische never zu. Also das läuft. Ganz klar, ich habe gerade noch ein Beispiel. Ich war in der Hauptschule, sage ich jetzt mal, wo ich gemacht habe, war ich auch nicht der Überschüler. Ich war Durchschnitt. Ich habe 2 Jahre und 3 Jahre hat sich das bei mir abgespielt. Oder? Und in der Berufsschule, dann hast du, wenn dich der Lehrberuf interessiert, fachspezifisch mit dem Zeug zu tun. Und ja. Du lernst schon leichter, wenn es dir gefällt. Das ist ganz klar. Ich bin noch in der Berufsschule alle Jahre, ich sage jetzt mal, Notenschnitt wirklich 1 geht. Oder? Und das gibt schon was aus eigentlich. Oder? Das ist, ich sage, für Schwierigkeit her, ist es sehr schwieriger wie Hauptschule, aber du tust einfach nicht damit lernen, weil du Interesse am Beruf hast, oder? Wie in der Hauptschule, ja, was haben wir da geredet, was wir alles immer brauchen, oder? Oder? Wo dich nicht interessiert, ja, es ist so mir das Glied gegangen, oder? Und so geht es vielleicht heutzutage auch vielen Lehrlingen, die sagen, das interessiert mich jetzt gar nicht, oder? Ja, das mag auch sein, das mag sein, dass in der Hauptschule Zeug machst, wo vielleicht das Lehrberuf nicht mehr brauchst. Und dann, wenn du den Lehrberuf noch gefunden hast, sag jetzt mal, und er gefällt dir, dann bin ich überzeugt, dass du deine Schule auch lichter tust. Mhm. Aber siehst du, wenn du ein guter Schüler bist, ich behaupte, eine Lehre ist immer bevorteilt, dann hast du Praxis für ja.
wenn du jetzt dich weiterentwickeln willst und dann hast du, kannst du Matura nachher machen, du kannst in jede Himmelsrichtung kannst du einmal in der Lehre machen. Und du bist ein gefragter Mann, ganz brutal. Wir brauchen Fachkräfte und die eine Fachausbildung haben. Und dann bist du ein Mann, da kannst du überall reinigen. Ich wollte gerade sagen, gerade eure Bereiche, wir hören ja immer, dass Fachleute fehlen leider. Das sind wirklich Jobs, wo da dann in Zukunft langfristige Perspektive haben werden. Können ihr das so bestätigen? Auf alle Fälle. Wir werden immer Elektriker, wir werden immer Murer, wir werden immer Pick, wir werden immer, was haben wir, Schlosser, Handwerker, alles Mögliche werden wir immer brauchen. Richtig. Unsere Gesellschaft, das brauchen wir. Oh, zu dem Thema noch ganz kurz, wenn du die Lehre machen und es tritt auf alle, was ich nicht glaube allerdings, gell, dass danach die Lehre sagen, boah, das ist einfach nicht meins, ich mag nicht auf dem Bau arbeiten, ich mag mit dem Zeug nichts mit zum Tour haben. Es ist euch nie was verloren gegangen. Oh, denken dran, wenn da Haus bauen zum Beispiel, ihr könnt das Handwerk immer brauchen. Das ist nie etwas, wo ihr sagen, jetzt habe ich 3 Jahre mit dem Lehrer versummt. Das gibt es nicht. Das können wir jeden Tag buchen daheim. Behauptet, finde ich. Genau, ganz gut. Das würde ich auf alle Fälle auch so unterstützen. Also wenn ich es jetzt zusammenfasse, bei euch heißt bewerben mal anders. Ich kann einfach ganz easy, leicht anrufen, anfragen, hey, darf ich zum Schnuppern kommen? Und dann läuft es eigentlich schon praktisch für sehr. Genau, kann man so sagen. Sehr gut. Und jetzt zum Thema Stichwort, weil wir es gerade geredet haben mit Weiterbildung. Also eine Lehre hat natürlich die schulische Komponente auch mit dabei und da kommt man natürlich auch nicht dran vorbei. Stichwort Lehre mit Matura. Wird das denn bei euch aktiv gefördert? Ja. So. Wie darf ich mir das vorstellen? Also wie fördert das? Ja, man stellt dir halt die Zeit frei. Ja. Pro die Matura machst du natürlich, wenn du die Zeit, für mal ist es natürlich Abendmatura, kommt ganz auf an, wo du die isst, wie du die drehst. Das ist eine Verhandlungssache, muss ich sagen, wie es ist. Das muss man dann anschauen, wenn der Zeitpunkt da ist und wie man das gemeinsam, und da findet man gemeinsam einen Weg mit jeder Firma, behaupte ich. Die fördern euch alle, dass die das schaffen. Und wenn man sagt, wir schaffen am Freitag oder am Montag weniger in der Woche, da gibt es nichts anderes als wir ein Gespräch mit dem Chef, sagt, ich will das machen. Und da zieht der Kunde an den Kopf, aber nichts. Das kannst du jetzt, also nach Schema kannst du das jetzt zeigen, wie man das handhabt. Aber da guckt man sicher auf einen Konsens, dass es funktioniert. Und welchen Vorteil täten ihr denn Serner, wenn jetzt ein Lehrling oder eine Matura den Erbs macht? Ja, es ist halt, wenn die noch in der Nacht irgendwas studieren will. Bei uns gibt es halt Bauingenieurswesen zum Beispiel, ja. Oder? Wenn du das wirklich machen willst, dann brauchst du ja die Matura eigentlich, um das zu machen, oder? Und für das ist es halt gut eigentlich. Und du bist später, oder? Du bist in der Schule, du bist schulisch eigentlich tiptop, oder? Und du schaust in die Praxis natürlich auch ein. Es kommt halt ganz darauf an, wie du beschäftigt bist. Ja. Ich kenne es bloß mit. Bis Mittwoch arbeiten, glaube ich, und Donnerstag, Freitag, Samstag Schule. Aber ja, das ist schon sehr interessant, ja. Und das zieht sich bei uns eigentlich auch in alle Ausbildungen mit, oder? Wenn so einer, ich nehme jetzt meinen Job her, Elektriker, wenn mich jetzt das Fachgebiet Photovoltaik interessiert, oder? Dann kannst du spezifisch noch in die Sparte hineingehen. Also es ist ja, wenn dich etwas total interessiert, weil das ist ja, wenn ich überall so, wenn du irgendwo einen Zweigeschlag machst, oder? Ist das auch absolut. Und das ist das, was der Philipp gesehen hat. Oder? Da wird jede Ausbildung unterstützt. Oder? Und wenn du einen Kurs machen willst, sei das in Wifi, einen Photovoltaikkurs nochmal als Beispiel, oder? Den kriegst du dann zur Verfügung gestellt. Also das ist auch eine Diskussion. Oder? Da, wie der Philipp gesehen hat, gibt es einen Termin mit dem Chef und dann wird das ausgehandelt, wie man es macht, wie man es handhabt. Oder? Und dann wird das angegriffen. Also da kann man wirklich alle Sparten, alle Richtungen, kann man da frei einschlagen. Es ist schon, wenn für später, sagen wir, wenn jetzt noch weitergehen mit nach der Lehre, oder? Wenn jetzt, wie man gesagt hat, du machst Matura, machst das, da bist du ein gefragter Mann, wenn du Praxis hast. Ja. Wenn du Praxis hast, das ist so viel wert, das nimmt dir keiner mehr. Es geht, das nimmt dir keiner mehr. Das ist das brutal Gute an der Lehre. Ich muss noch mal sagen.
verdienen da schon noch was in der Lehrzeit. Das ist einfach ein guter Aspekt. Ja? Oh. Vor allem, es fördert natürlich auch, ich sag mal, der Aspekt lebenslanges Lernen. Ich meine, genau. Man muss ja stets dranbleiben. Ihr seht es ja auch, die Veränderungen sind ja da, dann ändert sich mal das, dann gibt es da Erneuerungen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man stets mit den Trends up to date natürlich bleibt. Ja. Jetzt habt ihr ja schon, also bei euch ist die Lehrzeit jetzt schon ein klein her. Aber was sollte ich sagen, weil jetzt haben wir noch 5 Minuten, bevor wir dann mit der Frage starten. Was war denn so euer Highlight aus der Lehrzeit, wo ihr sagen, hey, das war richtig nice? Oh, ja. Ich weiß natürlich nicht. Nachdenker, aber da gibt es sicher was. Nachdenker, ja, ja. Das ist ja zu einfach. Lehrzeit war ein Highlight, ja? Aber gibt es irgendwas Konkretes, wo Sie sagen, das hat euch wirklich Spaß gemacht, der Moment? Nein, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Ich bin jeden Tag gern geschaffen gegangen dort schon. Ja. Bei mir war das Highlight mit den Leuten, die ich mitgehabt dürfen. Das war mein Highlight, weil ich bei jedem gern mitgegangen bin. Und es war immer lustig. Es war nie, dass ich das gesagt habe, jetzt bin ich die Woche bei dem Vorarbeiter, sage ich jetzt mal, und da kränkt es irgendwie. Nein, absolut nicht. Das ist immer lustig und Spaß auf der Baustelle. Es ist nicht jeder Tag von der Arbeit her gleich lustig, das muss man auch sagen. Aber das ist bei jedem Job, dass nicht jeder Tag mit dem schönsten Leben gefüllt ist, aber mit den Leuten ist es immer lustig. Und das ist das, was für mich darauf ankommt. Es ist, wie gesagt, mir ein Tag schlecht, sage ich jetzt mal. Ja. Ich finde es halt alle cool, oder? Das kann man jetzt so als euer Highlight zeigen, sondern wenn du als Riesenwarnanlage irgendwas, ist ja wurscht, was du gemacht hast, du schaust auf der letzten Decke da mal, siehst alles oben, das ist halt schon alle cool. Und du schaust raus und denkst, ja, die 2 Monate, die waren jetzt cool eigentlich, oder? Es ist zwar, manchmal ist es hart, oder? Aber wenn du dann zum Schluss siehst, oder der Bauherr sagt dann, am Aufrichter ganz zum Schluss, sagt er, super gemacht, freut mich. Das ist schon alle gut, ja. Ist schon stolz. Da ist man stolz. Selber. Ja, Sie haben so richtig angesprochen, das Thema Team im Fokus ist natürlich auch sehr wichtig. Also zum einen auch andere Lehrlingskollegen haben, um sich untereinander auszutauschen, aber natürlich auch die Beziehung zum Lehrlingsausbildner, weil er begleitet ja einen durch die Lehrzeit. Ja. Ja, mein Highlight ist gesehen. Das ist schon so lange her. Das geht so einfach. Highlights gibt es viele. Es gibt jeden Tag ein cooles Team, ist sau wichtig. Und das haben unsere Betriebe behauptet. Wo ich das Werkstückchen gemacht habe. Und natürlich die Schule auch dazu, ja, in der Lehre, wo man den Lehrlingswettbewerb hätte und ich da 2 bin, das hat mich brutal stolz gemacht, dass wir da das Murwerk gemacht haben, da selber und das verputzt haben und die Platte gelegt haben, aber wir haben da riesen Stolz gehabt. Das war schon ein Highlight für mich, muss ich sagen, für mich. Das ist natürlich auch schwer, wenn man sieht, was man wirklich selber macht. Genau. Also wirklich, wirklich schön. Ja, perfekt. Ich glaube, ihr habt einen super Einblick gegeben, was es heißt, bei euch zum Schaffen, was für euch Bewerben mal anders bedeutet. Ich fasse es gerne nochmal zusammen. Ich finde es super, dass man bei euch einfach anrufen kann und sagen kann, hey, ich möchte gerne schaffen können, ich möchte es mal ausprobieren. Und vor allem, was ich auch noch super finde, ist, dass ihr die Möglichkeit lernt, Neues auszuprobieren. Also wenn man merkt, das gefällt mir nicht oder ich möchte nur das andere lernen, dass ihr da wirklich offen seid. Und nochmal zum Festheben, die Lehrlinge sind wirklich die Fachkräfte von morgen, die am Markt sowas gefragt sind. Und deswegen ist es mit einer Lehre, hast du eigentlich nur gewonnen. Kann ich das so zusammenfassen? Dürfen ihr das auch so sagen? Unterschreiben. Es passt so. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass Sie uns da so vertiefenden Einblick gegeben haben, natürlich. Und jetzt eigentlich übergebe ich gern ans Publikum. Wir sind alle nur da, gern zum eure Fragen beantworten und ihr könnt wirklich alles stellen. Also wir lernen uns zwar wichtig, dass wir das heute aufbauen in einer lockeren Runde, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr wirklich alles fragen könnt, was euch auf der Zunge brennt. Und genau deswegen sind wir nur da und ihr könnt die Fragen gern im Chat schreiben.
Und wir haben euch natürlich auch noch vertiefend, haben wir euch einen Link im Chat reingestellt für nähere Informationen zur Zukunft Lehre jetzt. Vielleicht bis jetzt da Fragen noch reingekommen, die euch drei nochmal fragen, wo suchen ihr den Lehrling, in welchen Bereichen momentan? Vielleicht können wir das nochmal erwähnen. Jetzt hoffen wir, dass wir alle zusammenbringen. Das sind viele. Das sind echt viele. Also wir und bei uns in der Firma Murer, Tiefbauer, also sprich Baggerfahrer. Wir bilden noch einen Spezialhochbau aus. Nein, Hochbauspezialist, so heißt er. Mhm. Das ist eine vierjährige Lehre. Und das kannst du bei uns auch zusammen machen. Der Tiefbauer mit dem Murer zusammen, also mit dem Hochbauer, oder der Murer und der Hochbauspezialist. Das geht dann jeweils in 4 Jahren. Aber cool. Wir haben das Gleiche. Bei uns ist eigentlich der klassische Elektroinstallationstechniker gefragt, oder? Allerdings ist meistens bei der 4 Jahre Lehrzeit mit Prozess- und Puzzletechnik Programmieren dabei, oder? Mhm. Und also keine Linksteuerung, grob erklärt. Und bei uns ist eigentlich das, was wir ausbilden, oder? Und dann, wie gesehen, wie ich vorhin schon angesprochen habe, kannst du nachher noch in verschiedene Sparten gehen. Aber das ist nach der Lehrzeit. Das hat mit der Lehre selber jetzt nichts zu tun. So, dann haben wir Spengler. Dachdecker, Konditor. Beck, der klassische. Dann Schlosser. Entschuldigung. Ich habe es gerade da. So, bautechnischer Zeichner und Zeichnerin. Berufskraftfahrer, Bürokauffrau und ich sage jetzt alle so einmal, sonst sind wir nicht fertig. Dachdecker, Spengler ist zusammen, das ist auch 4 Jahre. Kastötter, Einzelhandel mit Schwerpunkt auf Lebensmittel, Elektriker, Market, Hochbauer, Tiefbauer. Mhm. Installations- und Gebäudetechniker und also das ist Installateur, der ist 4-jährig, Konditor, Hamaket, Kfz, Techniker, das ist der Automechaniker, die geht 3,5, Murer, Hamaket, Mechatronik, Fertigungstechniker, geht auch 3,5 Jahre. Das heißt wirklich eine breite Palette, wie du liest. Also vom Koch, vom Bäcker, vom Einzelhandel, von wirklich handwerklichen Berufen, wenn ich es noch mal zusammenfassen darf, ist da alles mit dabei. Programmierer in dem Fall. Wenn du das willst, ja. Sehr gut. So, haben ihr denn noch Fragen? Weil ansonsten wären wir jetzt den Osho am Ende unseres Webinars angekommen. Wir warten jetzt nur kurz eine Minute, vielleicht kommt ja noch eine Frage vorab. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch dem ganz wichtigen Thema anzunähern. Und uns war es natürlich wichtig, euch einfach einen authentischen Einblick in die Lehre zu geben. Und das hoffen wir natürlich, dass wir das so geschafft haben. Gut. Ausrufen da bin eine Frage. Richtig. Also wir haben euch den Link im Chat reingestellt. Also können euch gerne näher informieren. Und die drei Jungs warten natürlich auch gerne auf einen Anruf und dann können da die Sache auch gerne mit einer vertiefen. Gerne. Dann sagen wir schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht lernen wir uns ja mal. Bis bald und ja, alles Gute für euch. Ciao, ciao. 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 Ciao.